Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Chuck and Logistics Simulator. Der Dennis spielt das. Wir werden heute mal ein wenig weitermachen hier, damit wir ein bisschen mehr Geld verdienen, um uns ein besseres Fahrzeug zu kaufen. Und im besten Fall wollen wir natürlich einen 40 Tonner haben mitsamt Auflieger, denn dann werden auch die Frachten größer und somit auch der Gewinn. Und ich würde sagen, wir werden jetzt hier mal weiterfahren, starten den Motor und werden dann mal auf jeden Fall uns wieder eine neue Spedition suchen und dort dann beziehungsweise eine neue Firma und dort unsere Fracht aufnehmen. Fahren jetzt hier mal runter von dem Platz. Wo sind wir hier überhaupt? Sieht aus wie so ein Campingplatz, hätte ich fast gesagt. Naja, fahren wir hier mal runter. So, wollen wir mal in die Stadt fahren? Und dann ins Industriegebiet, damit wir mal wieder zu. Da kommt uns schon 40 Tonnen entgegen, das heißt, ich glaube, wir sind hier gar nicht so verkehrt. Da hinten sieht es doch schon nach einer Firma aus, da links. Da kommen auch jede Menge LKWs an. Das ist doch schon gar nicht so verkehrt. Wie wäre es mal mit einem Blinker, Kollege? Wäre vielleicht eine Idee, aber naja, lass mal das. Irgendwie ist das doch hier ein bisschen blöd mit dem Abbiegen, oder? Kommen wir denn da? Ach, da ist die Einfahrt. Okay. So, Kollege, machen wir die Schranke hoch. Danke. So, da ist doch was. So, dann schauen wir mal, was wir fahren können. Worauf haben wir denn Lust? Wo verdienen wir am meisten? Das ist natürlich immer das Wichtigste. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. 7000. Achso, das ist die Entfernung. 7 Kilometer, 6000, 3000, 3000, 4000, 1000, 5, 7000. Das ist natürlich noch ein bisschen mehr. 7363, 335, das ist wieder ein bisschen weniger. 4000, 3000. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir den hier. Und zwar fahren wir dann Stapler durch die Gegend. Ah nein, gar nicht. Wir fahren Ware. Wir müssen selber jetzt Ware aufladen. Ja, mega. Dann wollen wir das mal machen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist schon wieder so laut, das Spiel. Das ist doch leiser gestellt. Kommt mir das nur so vor, oder? Ne, ist auf 50. Dann ist mein Kopfhörer vielleicht zu laut. Egal. Fangen wir an. So. Ich würde sagen, fangen wir mit der Tastenpalette an. Eieiei, hoffentlich geht das gut. So. Mal ein bisschen von der Seite gucken, dann sehen wir es besser. Man ja noch zur Seite, nach oben, nein. So, nach hinten, nein. Wahrscheinlich nicht. So, ganz rein, das ist ganz wichtig. Nicht nur halb auf der Palette, auf der Gabel. So, dürfte reichen. So. Das schwierigste Teil kommt ja noch. Das Beladen an sich.
man Paletten so lädt, dass man auch alle drauf kriegt. Das ist natürlich die Krux an der ganzen Sache. So, wir gucken wieder von der Seite. Und das hoch. So, dann fahren wir ran an den Wagen. Nicht zu schnell, wir wollen den ja nicht beschädigen. So, dann gucken wir mal von vorne. Andere Seite. Und ganz ran. Also zwei Paletten sollen wir aufladen, wenn ich das richtig sehe da oben. Gut. So, ich bin dran. Bin dran am Wagen, oder? Ja, weiter geht's nicht. Gut, dann können wir es runterlassen. So. Ach, der macht das selber, habt ihr gesehen? Der vergutet das selber und lädt das selber da auf. Gut, dann brauchen wir das nicht machen. So, nehmen wir den jetzt längs oder nehmen wir den auch seitlich? Ne, machen wir beide seitlich. Beide seitlich. Nehmen wir die hinterste da noch mal am besten dran. Genau. Ein bisschen gerade ziehen hier. So. Runter. Na komm, das war jetzt. So. Dann hoch. So, langsam fahren. Wir wollen ja nicht mit dem Stapler umkippen. Das gibt es nämlich wirklich, wenn man zu schnell mit dem Stapler in den Kurven fährt, da der ja nur ein Dreirad ist. In der Regel, es gibt natürlich auch vier Räder, ist klar, logisch. Aber da die ja so einen kleinen Kipppunkt haben, beziehungsweise einen großen Kipppunkt, kann das natürlich schon sein, dass die ruckzuck umkippen. Das gibt es wirklich. Gibt es auch irgendwo ein Video von, weiß jetzt gar nicht mehr wo. Aber das ist tatsächlich jemand mit seinem Stapler umgekippt. Und ich sag nur Staplerfahrer Klaus, ne? Ich glaube, dazu muss ich auch nicht mehr viel sagen. So. Schön mal nahe da ran. Bewege das Fahrzeug. Lade die Fracht, die Gabelstapler. Hab ich doch. In den Anhänger. Ach, jetzt. Ja, genau, wollte sagen. Deswegen stehen auch noch vier Paletten, weil wir die beide. Alle verladen ist ja klar, logisch. So. Die laden wir aber dann längs ein, glaube ich, oder? Wobei, wir stehen jetzt hier so schön, können wir die auch längs nehmen. Quer nehmen. So, runter. Bisschen lenken, wo da reinkommt. Genau. Perfekt. Die müssen wir aber von hinten laden. Sonst wird's nichts. Nein, 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 nein. Das war jetzt taktisch. So. Ah, ist immer noch ein bisschen an der Kante hier. So. Perfekt. Nächste. Können wir so schön dran fahren hier. Mittlerweile schon wieder Abend geworden hier. Meine Güte. Zeit vergeht. Lichter machen. Warte, wieso lässt du den nicht los? So, das wäre das. Jetzt müssen wir natürlich den Anhänger anhängen. Das heißt, wir starten den Motor.
falsch. Ne, ist gerade zurück. Häng an. Und da wären wir soweit. Haben wir ein schickes Foto davon? So. Na, würde ich sagen, auf geht's. Wie sieht unser Sprit aus? Ja, geht wohl. Ist noch fast voll. Dann würde ich sagen, auf geht's. Nachtschicht kann beginnen. So, Kollege. Danke. Dann ruhige Schicht noch. Ciao. So, wir fahren rechts. Scheint frei zu sein, nehmen wir mal schnell Gas, bevor der da vorne kommt. So, wir müssen hier drauf. Ein bisschen langsam um die Kurve fahren. Haben wir schließlich geladen. Jetzt müssen wir geradeaus, genau. So, wir fahren hier schön durch die Nacht. Bin ich jetzt richtig? Ja. Übrigens, das zwischenzeitliche Einfrieren des Spiels soll laut Entwickler behoben worden sein. Das entsprechende Update bereits bereitstehen. Sodass das nicht mehr vorkommen sollte. Ich habe vom Entwickler extra eine Nachricht bekommen, dass dies behoben worden sein soll. Lass uns einfach mal überraschen. Eieiei. Ein bisschen überholen hier, mal ein bisschen schneller fahren. Vielleicht nicht unbedingt Hasen rein, aber naja. Machen wir das einfach mal. Der Mond scheint in seiner vollen Pracht. Wunderschön. Ich frage mich nur, wann ihr mal das Wetter zuschlägt oder ob wir das vielleicht selber noch einstellen müssen, dann muss ich mich mal schlau machen. Dynamisches Wetter, das wäre natürlich Bombe. Wenn das hier, wenn diese Einstellung hier, oder wenn diese Funktion hier geben würde, dass man hier praktisch, ja, so wie im echten Leben auch, auf jedes Wetter sich einstellen muss, was gerade so herrscht. Patsch, wieder ein Frontschaden. Licht funktioniert auf jeden Fall noch, das ist schon mal viel wert. Man kann das Spiel übrigens auch im Multiplayer-Modus spielen, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Mal das als kleine Info. So, langsam wird es wieder Tag. Und wir müssen jetzt hier abfahren. Und zwar mit 50 in die Ausfahrt.
So, und dann gleich rechts. So, geradeaus. Darf ich da überhaupt langfahren? Ich denke, oder? Tun wir es einfach mal. So, weiter geradeaus. Ist noch gelb. So, dann hier links auf den Hof drauf. Da sollen wir rein einparken. Dann tun wir das. Ach ja, dann wie gehabt entgegengesetzt lenken. Wunderbar, das haben wir geschafft, ohne Probleme. Transport abgeschlossen. Geld 7363, EXP 559. Dann fahren wir mal fort. So, den anderen jetzt wieder mitnehmen. Wahrscheinlich, wa? Nee. Der bleibt stehen, gut. Dann suchen wir uns mal eine neue Firma. Da hinten ist was am Aufleuchten. Fahren wir da mal hin. Licht können wir ausmachen. Oh, hier gibt es schon richtig Beträge. Halleluja, Maria. 8.260. Was haben wir da oben noch? 8.215, das ist der hier unten, aber mehr wert. Sind zwar ein bisschen mehr Gewichte, aber egal. Nehmen wir das. So, den machen wir noch. Es ist aber nicht möglich, beschädigte Fahrzeuge zu reparieren. Das wäre mir auch neu. So, Motor an, Anhänger ankuppeln. So, dann geht's los. Fahren wir einfach mal rum. Wir haben mittlerweile schon 22.000, das ist schon sehr schön. Ich wollte mal eben was schauen hier, ob man hier irgendwas mit dem Wetter oder so einstellen kann. Lieber Automatik ist klar. Multiplayer, Physik-Quali. Nee, scheint aber nicht irgendwie was mit dem Wetter zu stehen. Das heißt, das ist die Grafik. Die lassen wir einfach mal alle so. Ja, scheint hier nicht zu funktionieren. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Ja, hier steht auch soweit nichts. Fahrzeug ändern, Steuerung. Nee, das funktioniert nicht. Gut. Mm-mm.
So. Geht doch. Oh, da hätte ich langfahren sollen. Ups. Naja. Hier haben sie doch wohl ins Gehen gekackt. Hallo, du musst doch schon längst rot haben, Kollege. Oder noch rot haben, vielmehr. Mein Gott, die fahren ja auch, wie sie wollen. So, jetzt geht's auf eine Autobahn. So, ich denke, mit dem Sprit sollten wir noch hinkommen. Lässt sich auch gerade sehr schön fahren, das Fahrzeug. Wir fahren weiter geradeaus. Opsa. Zahlt Versicherung. Ich würde sagen, aber wir tanken mal eben kurz. Wir tanken mal kurz. So, brauchst du noch was zu futtern holen? Burgers. Machen wir. Können wir hier eigentlich irgendwelche anderen Perspektiven? Anscheinend aber nicht. Scheint nicht möglich zu sein. Schade eigentlich. So, Burger haben wir. Gut, dann kann es weitergehen. Ups, das war meine Schuld. So, dann sind wir auch gleich schon wieder da, an unserem Bestimmungsort.
So, fast die Ausfahrt verpasst. Ach, Gott im Himmel, ey, was ist denn los? Das nervt. Also das müssen sie ganz schnell, das Update kommen, weil so ist doch scheiße. Ach, wenn man sich einmal verfährt. Hammer! Ey, die fahren einem so in die Karre! Ey, das sind solche Bodenwellen. Ist ja auch geil. Da kommen wir grün. Essenzeitig. Sag mal, ich glaube, ich spinne. Hier die Einfahrt.
So einfach geht's. 8.220 haben wir erreicht oder verdient und 602 XP. So, ich würde sagen, schauen uns das hier mal an. Ach, da sind die Preise auch etwas höher wieder, bei achsiger Anhänger sogar. Ja, das ist das Höchste da vorne. Oder da oben. So. Das wird der Anhänger sein hier. Oder doch nicht. Da vorne, Trottel. So. Eben kurz auf den Timing gucken, den Timer. Machen wir den noch? Oder wird das zu lange? Na komm, machen wir den noch. Da fahren wir jetzt mal ein bisschen anders als gewohnt. Wir fahren ja sowieso nicht, also fahren wir. So, und dann sind es auch gar nicht mehr so viele Frachten, die wir fahren müssen. Ich glaube, ein, zwei Stück, wenn wir die hier fertig haben, noch zwei. In der Größenordnung, da können wir uns, glaube ich, schon 40 Tonnen leisten. Du hast doch wohl ein Ei am Wandern. Wie wär's? Das war dein Fehler, Kollege. Du hast doch wohl nicht mal alle Latten stramm, Kollege, ey. Fettet mir voll in die Karre. Meine Güte, ey. Ja, ich bin leicht beschädigt. Leichten Schaden habe ich. Auf jeden Fall, also das Fahrzeug, ihr wisst Bescheid, ne?
Also die fahren wirklich, wie sie wollen hier. Das ist unglaublich. Das hat mit Verkehrsregeln überhaupt nichts mehr zu tun hier. Der fährt zur Abwechslung mal richtig. Meine Güte, ich hab mein Baggy geil. Ich habe nur mal einen Anhänger. Ist ein bisschen eng hier. Da muss ich weiter ausholen. Guck mal, der vor mir, der fährt gescheit. Der fährt schön langsam in den engen Kurven hier. So, fahren wir jetzt links ab. Ab in den Tunnel. Wunderbar. So langsam brauchen wir ja nun hier auch nicht fahren. Meine Güte. Manche, so Schleicher, ne? Könnt ihr die auch nicht ab, das ist widerlich. Oh, schaut euch mal die Straßenführung an auf der Karte. Boah, das ist ja Wahnsinn. Ist ja mal krasser. Hammerhart. Hammerhart. Fahren wir mal eben zur Werkstatt. Mein Auto ist nicht mehr so ganz, ne? Ihr habt es gesehen. So, scheinen fertig zu sein. Dann wollen wir mal weiterfahren.
Alter Schwede, ey. Ist ja unnormal hier. Schaut euch mal diesen wunderschönen Sonnenaufgang an. Traumhaft. So, jetzt muss ich, wo muss ich denn jetzt rum? Hier rum. Leck mich doch ab. Alter Schwede. Wenn ihr zu schnell bist, dann geht's abwärts. Dann fährst du quer zur Fahrbahn über die, über den Grünstreifen. Mit 40 Tonnen hast du verloren hier. Du hast verloren. Ist einfach so. So, den lasse ich jetzt fahren. Sonst ist der wieder das Auto kaputt. So. Sehr schön, auch das haben wir erfolgreich abgeschlossen. So, fahren wir hier weiter. Gehen zurück zur Garage. Und dann sehen wir, dass wir schon 39.487 haben. Ich habe jetzt mal gerade was vor. Starrer LKW, wie teuer ist der denn? Der kostet 46.000. LKW an sich. 42.000, sind wir ja nicht mehr so weit von entfernt. Da sind wir ja nicht mehr so weit von entfernt. Was gibt's noch? Oh, seht euch das mal an. 349.000, das ist natürlich ein bisschen, ne? Okay. Lieferwagen. So ein Ford Transit soll das wohl darstellen. Kostet 21.000, aber da kommen wir auch nicht weiter mit. Pritschenwagen, den haben wir jetzt. So ein bisschen. Aber wir wollen ja den hier haben. Der kostet nicht mehr so viel, aber das machen wir in einem nächsten Video. Das heißt, wir brauchen nur eine Fracht, dann haben wir den zusammen. Können den leider jetzt noch nicht kaufen. Ist klar, das machen wir dann, wie gesagt, in einem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, habt eine schöne Woche. Ich für meinen Teil habe Urlaub, freue mich auf Leipzig, freue mich auf Donnerstag, den 16.03. Da gibt es die neue linke Rheinstrecke für den TSW3. Freut euch darauf, macht's gut, bis dahin. Habt eine schöne Zeit, euer der Dennis Spieters. Freue mich, wenn ihr in einem nächsten Video wieder mit am Start seid. Bis dahin, macht's gut, ciao, servus und tschüss. Euer der Dennis Spieters. Bye, bye.